Yo Leute, und damit zur nächsten Reaction zu Max Emre. Der hat, by the way, am 1.11., ja, theoretisch müsste sogar schon ein Video zu ihm online gekommen sein, jetzt auf meinem Hauptkanal. Der hat am 1.11., ja, 11, ein Statement zu den Vorwürfen von sich hochgeladen. Also, er hatte Vorwürfe bekommen von unterschiedlichen YouTubern, unter anderem auch von mir. Und da hat er eine Reaction, beziehungsweise hat er darauf reagiert oder geantwortet. Und ja, mal schauen, was er so dazu sagt. Das Video geht nur 4 Minuten 20, also wird schon relativ entspannt sein. Let's go. Ich gehörte auch am Anfang zu denjenigen, die das immer so ein bisschen fraglich fanden. Aber im Endeffekt fand ich das sogar manchmal echt clever, was er da macht. Die Leute konnten das, glaube ich, überhaupt gar nicht fassen, dass da jemand öffentlich sagt, wenn ihr Bock habt, spendet mir doch Geld. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, der hätte doch jetzt hingehen können und einen Ratschlag machen. Leute, es ist ja auch nicht so, dass der jetzt nur so gesagt hat, wenn ihr Bock habt, dann spendet mir Geld. Sondern er hat gesagt, spendet mir Geld für eine PlayStation 5. Dann haben die Leute Geld gespendet für eine PlayStation 5 und er hat einfach sein Donation Goal wieder resettet und es ist bei null weitergegangen. So dass die Leute wieder für eine PlayStation 5 spenden. Also theoretisch hätte der sich fünfmal eine PlayStation 5 hintereinander holen können durch die ganzen Spenden, die er bekommen hat. Und dementsprechend ist das Betrug und ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier daran klug findet, ja. Also das ist halt so 0% schlau, das ist einfach nur Abzocke. Können sich dabei eine Feder in den Hintern stecken können. Das hätte doch überhaupt keinen mehr interessiert. Hi Freunde, was geht? Mein Name ist Max Emre und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute das letzte Statement zu dem Thema mit der PlayStation 5 und dem Rasierer und so weiter und so fort, weil es immer noch so viele Leute gibt, die deswegen haten oder sonst irgendwas. Zuerst möchte ich sagen, die Leute, die ja sagen, ey, du willst doch gehatet werden, du wolltest doch von Anfang an eine Community durch Hate aufbauen, das stimmt so ganz nicht. Denn, wie gesagt, es ist mehr oder weniger einfach so passiert. Der Hate war da. Eigentlich wollte ich mir nur eine PlayStation 5 kaufen. Aber irgendwie ist es dann dazu gekommen, nee, dass alle angefangen haben zu beleidigen. Nein, nicht irgendwie ist es dazu gekommen. Das ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Der hat einen Stream gemacht, im Hintergrund stand da, PlayStation 5, und dafür kann man Geld spenden. Ich glaube, der Betrag war 500 Euro, was man da zusammenbekommen kann. Hat er solche Moneypools gemacht. Und wenn man da Geld gespendet hat, hat man gesehen, ah, es füllt sich. Ja? Also dieser Spendenbalken füllt sich. So, ne? Dann hat er seine 300, 400 Euro da bekommen. Und dann hat er sich so gedacht, weißt du was, im nächsten Stream, da ziehe ich mir dieses Geld von dem Konto auf mein richtiges Konto rüber und fange wieder bei Null an. Und dann hat er wieder das Zeug gemacht und wieder hat er darauf gehofft, dass Leute wieder 300, 400, 500 Euro spenden und dann macht er das wieder und immer wieder. So, das ist die pure Abzocke. Das ist wie wenn ihr jetzt einen Streamer 50 Euro gebt und der hat als Spendenziel 50 Euro zum Beispiel dastehen für eine neue Tastatur. Und der gibt aber das Geld nicht für eine neue Tastatur aus, sondern der zieht sich halt auf sein Konto und fängt wieder bei Null an für eine neue Tastatur. Und ihr denkt euch so, Alter, ich habe doch 50 Euro gespendet, damit er sich eine Tastatur leisten kann. Jetzt nimmt er das nicht. Und genau so ist es bei Max Emre. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass man ihn dafür hatet oder auch kritisiert, weil er bewusst Leute verarscht. Ja, weil er bewusst die Leute dazu bringt, ihm zu spenden, obwohl er sein eigenes Spendenziel sozusagen nicht einhält. Ich habe noch keine PlayStation 5 von ihm gesehen. Obwohl der sich mindestens schon 20 Mal bestimmt die PlayStation 5 hätte leisten können. Und das ist traurig. Der hat sogar selber schon mal gesagt, dass er fünfstellig teilweise damit gemacht hat. Also das nun mal so an der Stelle. Und ich kann es null nachvollziehen, wie man das noch verteidigen kann. Und wie er sich selber jetzt auch eher so in die Opferrolle stellt. Obwohl er echt schwerwiegende Fehler gemacht hat. In meinen Augen. Ja. Und ich kann auch gerne sagen, warum. Es ist so, angenommen, wir gehen jetzt in die Stadt und vor uns liegt 1 Euro und hinter uns sind 10 Leute, okay? Und 8 von diesen 10 Leuten, wenn wir jetzt den 1 Euro aufheben, sind 8 von 10 Leuten, die sich denken, scheiße, warum habe ich nicht vor 2 Minuten das eher gesehen und diesen Euro aufgehoben? Nee. Die Leute, wenn sie sehen, dass du Erfolg hast und dass Leute gibt, die dich unterstützen, die sind einfach nur neidisch, die gönnen es nicht. Und da liegt das Problem. Ihr, die mich gehatet haben, seid das Problem und nicht ich. Denn der Hate... Ja. Hater sind unter anderem das Problem, weil dadurch hat er die Aufmerksamkeit bekommen. Wie gesagt, er hat schon von Anfang an, hatte er schon die Leute mit diesen Spendenzielen verarscht. Das nun mal dazu, ja, und das sehe ich als sehr, sehr kritisch an. Und ich finde, das kann man immer noch kritisieren, genauso wie die ganzen Spendenbettler. Und er ist auch kein Deut besser. Ja, also muss ich an der Stelle sagen, auch wenn er sich jetzt so verkauft wie, ey, hallo, guck mal, das sind halt bloß Neider und die sind ja bloß neidisch auf das, was ich damit verdient habe und das, ich bin ein schlauer Mensch und ich bin ein Genius und so und ich denke mir einfach nur so, nee, ja, du hast es vielleicht schlau angestellt, dass du mit deiner provokanten Art Geld verdient hast, gar keine Frage, hast du vielleicht gemacht, du hast trotzdem Dinge versprochen, die du nicht eingehalten hast, um damit Geld zu verdienen und das geht eindeutig mehrere Schritte zu weit, das ist absolut widerlich.
Hate ist dadurch entstanden. Ich wollte nicht von Anfang an eine Community aufbauen durch Hate, sondern es ist einfach so entstanden. Ich hätte, was weiß ich, machen können. Ich hätte mich im Kreis drehen können. Wir haben Spendenaktionen gemacht für Hilfsorganisationen. Ich habe alles möglich versucht. Der Hate ist da. Da hätte ich machen können, was ich wollte. Und der wäre auch so schnell nicht weggegangen. Und dazu möchte ich bitte eine Sache sagen. Die Leute, die sagen, ich ziehe andere Leute ab oder sonst irgendwas, das, was andere TikToker machen, das ist eine Abzocke. Zum Beispiel diese Mariam, die sagt, bei 60.000 Münzen, ich weiß nicht genau, wie viel Geld das ist, auf jeden Fall sagt sie, dass dann twerkt ihre Freundin oder die küssen sich dann oder sonst irgendwas. Die haben es dann nicht gemacht oder es waren 400 gefehlt. Glaub, also ohne Scheiß. Denkt er ernsthaft, der ist jetzt besser, wenn er jetzt sagt, ey, die machen ja auch Scheiße und die Scheiße ist viel schlimmer als das, was ich mache? Das Ding ist, er macht genau das Gleiche. Gut, er küsst jetzt niemanden oder twerkt jetzt nicht, ne, das will ich auch gar nicht sehen. Aber Max Emre sagt auch zum Beispiel, ja, wenn ihr mir einen Sub giftet, also wenn ihr mir eine Subscription, einen 5-Euro-Sub auf Twitch gebt, dann werdet ihr Mod bei mir, wenn ihr Bock drauf habt. Er hatte 560 Subs. Da waren vielleicht 3 Mods. Ich weiß nicht, wie viele Mods da waren, aber keine 500 Mods. Zu 100% nicht, das weiß ich. Ja. Das ist nur mal dazu. Ja, also der verspricht Dinge für Geld und hält es da nicht ein. Und genau das gleiche auch mit diesen Spendenziel, was immer wieder resettet wird. Und er sagt jetzt, ey, die sind ja viel schlimmer, weil die machen ja nicht das, was sie versprechen. Macht er am gleichen Atemzug aber auch nicht. Und fühlt sich jetzt aber krasser als die. GG an der Stelle. Gute Selbstreflexion, ja. Da haben sie es nicht gemacht, da haben sie gesagt, okay, beim nächsten Mal küssen sie sich oder sonst irgendwas. Das ist eine Abzocke. Die Leute, die bei mir spenden, zum Beispiel im TikTok-Livestream oder sonst irgendwas, die kriegen etwas zurück. Ich pushe die, die bekommen Follower durch mich, die werden Moderator. Als Moderator kann man Leute stumm schalten, wegbannen und so weiter und so fort. Die bekommen was für ihr Geld. Aber da ist es auch, wie gesagt, immer ab 18 und jeder kann selbst entscheiden, ob er spenden möchte oder nicht. Und genauso ist es auch mit der PlayStation 5. Und deswegen hört endlich auf zu beleidigen. Es gibt keinen Grund. Ich habe dir persönlich gar nichts getan. Erstens kennst du mich nicht privat, das ist das Ding, das ist mein Internet-Ich, das ist meine Kunstfigur und das sollte man unterscheiden. Denn ja, wir gehen ja auch alle nicht auf die Privatperson, wir gehen ja nur auf die Kunstperson. Ich kenne jetzt keinen, der auf die Privatperson geht. Es ist immer die Kunstperson und zwar Max Emre von TikTok oder Max Emre von Twitch, der da gebannt wurde. Es ist nicht die Privatperson, ja. Er kann ja privat ein sehr netter und cooler Typ sein, will ich gar nicht abstreiten. Kann schon sein, möchte ich jetzt wirklich. Dafür kenne ich ihn einfach auch zu wenig, um da jetzt irgendwie zu urteilen. Aber das, was er abgezogen hat, ist einfach widerlich, asozial, ekelhaft und eine Abzocke, ist ein Betrug, ist ein Scam. Weil du etwas versprichst für Geld, was du nicht einhältst. So, und da brauchst du dich auch nicht besser darstellen als die anderen. Die anderen sind genauso Schmutz, aber das macht deine Aktion ja nicht besser. Ne? Nur weil jemand anderes einen Mord begeht, und du selber auch einen Mord begehst oder jemand anderes begeht 2 Morde, heißt das nicht, dass deine Aktion jetzt weniger schlimm ist, weil ja eine andere Person 2 Leute umgebracht hat. Das bedeutet trotzdem, dass du ein Mörder bist und das ist ekelhaft, dass das halt nicht geht. Weißt du, bekommst trotzdem eine Strafe. Muss genauso trotzdem kritisiert werden. Und genau so, also das ist jetzt ein hartes Beispiel gewesen, ne? Aber genau so muss es ja auch hier gesehen werden. Die Strafe macht es deswegen, beziehungsweise die Scheiße macht es ja nicht besser. Wenn du, keine Ahnung, nur nach ein paar Spenden bettelst, als wenn jetzt zum Beispiel noch eine Mariam und, ich weiß nicht, Younes nach Spenden bettelt und dann noch sagt, ja, ich twerke und dann halten die es nicht ein. Das macht deine Aktion ja nicht besser, ja? Ich sag euch, wie es ist. Ich bin verdammt nochmal schlau. Ich bin ein Genie, okay? Ja, das und das stimmt, sagen mir ja sehr, sehr viele. Ja, sehr schlau. Ich brauche mir nur einen scheiß Rasierer an den Kopf halten und bei mir kommen 30.000 Leute in den Livestream. Und ich will. Das ist wirklich ein Armutszeugnis, ja? Also das spricht für die TikTok-Generation, ist einfach so. Und es sind halt auch teilweise, also es sind wirklich überwiegend Leute, die nicht checken, dass der das einfach nur provozieren will. Also die checken das nicht. Die denken einfach, der meint das wirklich ernst und lassen sich dann wirklich provozieren und haten dann rum. Und ich denke mir so, Alter, ihr seid so dumm, eure Zeit in dem Livestream zu verschwenden. Das ist einfach nur extrem dumm. Doch blöd, wenn ich dadurch nicht versuchen würde, mir eine Community aufzubauen oder Reichweite zu generieren, Follower zu machen oder in die Rangliste höher zu kommen. Die Leute machen es mir zu einfach. Und mittlerweile, ja, erst ist es so, sie beleidigen mich, dann wollen sie Moderator werden. Nee, erst wollen sie Moderator werden, merken sie, bekommen es nicht, ja, weil ich nicht jeden machen kann. Dann beleidigen sie und dann fangen sie an, mich nachzumachen. Sogar TikToker mit mehreren 100.000 Abonnenten. So viele Leute, die anfangen, mich nachzumachen, sich ebenfalls einen Rasierer an den Kopf halten, weil sie wissen, wie die sich alle verkaufen, ne? Das ist so ein Trauerspiel. Influencer, also nicht jeder Influencer verkauft sich, aber viele Leute, gerade das, was wir hier gesehen haben, die scheißen auf ihren Ruf, die wissen ganz genau, dass die dafür gehatet werden, nur damit die mehr Reichweite und eventuell ein bisschen Geld bekommen, um andere zu provozieren.
weil es bei Max Emre geklappt hat. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Es tut so weh, dass Leute sich selbst verkaufen, selbst ihren eigenen Ruf verkaufen, damit die irgendwie ein bisschen Reichweite bekommen. Das zeigt mir, dass einige wirklich so derbe Fame-Guys sind. Es ist wirklich ein absoluter Schmerz. Manche, die bauen sich das halt ehrlich auf, manche, die machen eigenen Content und manche, die faken halt die ganze Zeit und versuchen durch Hate Fame zu bekommen. Wie es damals ja Tanzverbot geschafft hat, der hat sich ja dann auch gewandelt und eine gute Community aufgebaut oder beziehungsweise hat die Community zu etwas Gutem auf seine Seite geholt und das versuchen die ja auch alle. Ja, ich hoffe mal, dass es bei keinem klappt, weil das wäre eigentlich traurig. Dass sie dadurch viral gehen und Zuschauer bekommen, weil sie ja auch Fame-geil und Aufmerksamkeitsgeil sind, aber alle, die beleidigen und auf TikTok battelt jeder wirklich auf TikTok battelt. Ja, bei denen passiert nichts. Warum? Weil sie Reichweite haben. Aber ich als Kleiner. Also Nino Gashi wurde auch schon zu Recht kritisiert. Aber auch nicht so groß wie ein Max Emre, muss man einfach so sagen. YouTuber, Streamer, TikToker, der noch nicht so eine große Reichweite hat. Ich werde beleidigt. Bei mir dürfen sie die Mutter beleidigen. Das finde ich persönlich einfach unfair von der Community. Von den Leuten, die nicht darüber nachdenken. Die machen einfach Videos. Wisst ihr, warum die ganzen TikToker und alle, wie gesagt, Videos über mich machen? Weil sie wissen, dass es viral geht. Weil sie dadurch Aufmerksamkeit kriegen. Weil sie dadurch Follower kriegen. Die wissen ganz genau, dass ich kein schlechter Mensch bin. Nur weil ich mir einen Rasierer an den Kopf halte und das. Kann man nicht beurteilen, ob er ein schlechter Mensch ist. Die Aktionen, die er macht, die sind auf jeden Fall schlecht. Ich würde jetzt sagen, ja, also ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu. YouTuber machen Videos zu ihm, weil die wissen, dass Videos gut abgehen. Zu 100%. Meine Videos zu ihm gingen auch gut ab. Ne? Das eine hat 60.000, das andere über 40.000 Aufrufe. Das sind wirklich stabile Werte. Ist einfach so. Gebe ich offen und ehrlich zu. Man muss aber auch sagen, bei uns ist ja der Hintergrund auch zu den Videos, zum einen natürlich Klicks, ist gar keine Frage dafür, ein YouTuber ist nun mal unter anderem auch auf Klicks aus, ist immer so. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir auch die Leute aufklären, dass sie abgezogen werden mit solchen Methoden. Ja, er sagt, er ist schlau, weil er dadurch viel Geld bekommt, viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir sagen, ja, wir sind schlau, wir bekommen dadurch auch Klicks, gar keine Frage, wir bekommen ja auch durch die Videos unter anderem auch Geld, ne? Und wir klären die Kinder auf oder die Jugendlichen auf, die eventuell darauf reinfallen und ihm Geld spenden. Ja? Also das hat wenigstens ja noch einen positiven Effekt. Bei ihm hat es ja keinen positiven Effekt. Bei ihm hat es ja den Effekt, dass Leute auf diese Masche reinfallen. Ich sage, dass ich mir eine Glatze schneide, es aber nicht mache. Ich meine, wie oft, egal ob es in einem Live-Video oder in einem YouTube-Video ist, wie oft habt ihr irgendeinen Clickbait-Titel gesehen und es kam nicht das in dem Video vor, was eigentlich da stand. Und das ist nichts anderes. Und ich sag euch doch, wenn ihr doch genau wisst, dass ich mir keine Glatze schneide, warum schaut ihr es euch an? Zwinge ich euch, mir zu spenden? Nein. Zwinge ich euch, mir überhaupt zuzuschauen? Nein. Ich habe nichts falsch gemacht. Das ist jeder, falsch. Der spendet, ist über 18 und jeder kann selbst entscheiden, Nein. was er mit seinem Geld macht. Nein, nicht jeder, der spendet, ist über 18, das weiß er selber. Und er zwingt niemanden dazu zu spenden, ja, aber er sagt zum Beispiel auch, ihr bekommt Mod, wenn ihr ein Abo abschließt. Also irgendwo, wenn Leute halt Mod werden möchten, dann zwingt er sie sozusagen, da ein Abo abzuschließen, weil sonst bekommt ihr halt kein Mod. Es sind halt so Sachen, sehr widersprüchlich und definitiv macht er vieles falsch, ja. Definitiv ist er eine Person, die sehr, sehr vieles falsch macht und bewusst falsch macht, um Leute abzuzocken, ist einfach so. Ja, das ist einfach Scam über TikTok. Und das ist traurig. Das ist wirklich einfach nur traurig. Und kann ich keine positiven Worte da lassen. An sich ist er wahrscheinlich ein sympathischer und cooler Typ. Er sieht ja jetzt auch nicht verkehrt aus. Ne? Auch wie er sich verhält. Jetzt so in einem Video. Aber der stellt sich gerade als ein Männchen, der zu Unrecht Hate bekommt. Obwohl er alles dafür tut, dass er Hate bekommt im Prinzip. Er provoziert sehr doll. Er will eigentlich auch den Hate bekommen, weil dadurch bekommt er Aufmerksamkeit. Und das ist sehr, sehr traurig und armselig, dass er sich jetzt hier so hinstellt. Manche Leute gehen in die Spielhalle, also fallen nicht drauf rein. Tausende Euros und dann gibt es Leute, die unterstützen gerne andere Leute, weil es ihnen eine Freude macht und bekommen sogar was bei mir da zurück. Sie bekommen einen Moderator, nicht. Ich helfe ihnen, dass sie Follower bekommen. Bei den anderen passiert da nichts. Die sagen einfach, wer gönnt mir eine Rakete, wer gönnt mir eine Rakete? Dann bekommen sie 200 Euro, sagen einmal kurz, oh mein Gott, und dann war's das. Versteht ihr, was ich meine? Er sagt jetzt, ey, die machen das noch, die sind ja nur aufs Geld aus. Betrachtet aber nicht, dass er auch nur aufs Geld aus ist. Und selber auch sowas sagt wie, komm, gönnt mir doch mal ein Flugzeug, gönnt mir doch mal ein Privatjet oder sowas. Das sagt er selber auch. Genau das Gleiche, was er gerade gesagt hat, was er gerade kritisiert hat, macht er auch. Und dann fordert er teilweise die Leute auf, da Geld zu spenden. Da sagt er noch extra, ey, komm, ey, du bist doch gerade im Gönnermodus, komm, spende mir doch mal Geld. Und das ist widerlich, ja. Weil der sagt zu anderen Streamern, ey, die sind voll ekelhaft, die betteln ja nur nach Geld, die geben es auch gar nicht zu, dass sie nur nach Geld betteln. Ja, er gibt zu, dass er nach Geld bettelt und sowas, aber er ist genauso drauf. Er macht es nicht anders, ja. Er macht genau solche Methoden und das ist widerlich. Das ist einfach nur fucking widerlich und ja, ich finde es einfach Schmutz.
Ja, also dem Geld zu spenden ist wirklich, also keine Ahnung, wie man das machen kann, wie man es übers Herz bringen kann, so jemandem Geld zu spenden. Also, das soll es gewesen sein. Denkt bitte darüber nach. Mein Name ist Max Emre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, das war's auf jeden Fall jetzt auch mit der Reaction. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich konnte euch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich find's traurig, dass so jemand überhaupt eine Existenzberechtigung im Internet hat. Aber auf Twitch ist er ja schon weg. Vielleicht bald auf YouTube und bald auf TikTok. Ich glaube, wenn er auf TikTok weg ist, dann war's das mit ihm sowieso. Da hat auch keine Motivation mehr. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.